Hey-ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, wo wieder einige tolle Sachen vor mir auf dem Tisch gelandet sind. Unter anderem ein paar Neuheiten aus dem Hause CrossCult und da obendrauf nochmal ein unglaublich dickes Zuschauerpaket, was der gute Eiserne mir zugeschickt hat. Er hatte mir gesagt, dass er da ein paar US-Hefte für mich zusammengeschnürt hätte und als das Paket bei mir zu Hause angekommen ist, musste ich feststellen, dass das nicht nur ein paar US-Hefte sind, sondern eine komplette US-Sammlung. Also es sind circa 100 Hefte, vielleicht sind es auch nur 50 und sie kommen mir vor, als wenn sie 100 wären, weil es ist ein dicker, fetter Stapel, der komplett gebordet wurde. Fast alles Variant-Cover oder sagen wir mal, die eine Hälfte sind Variant-Cover, die andere Hälfte sind klassische Comics, also sprich aus den 70er, 80er Jahren und ein paar aus den 90ern und alles Sachen, die ich mir so für die Sammlung auch gekauft hätte, weswegen ich mich tierisch gefreut habe und an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Dank an dich ausrichte. Also hast mir wirklich eine riesige Freude mit diesem Paket gemacht und bevor ich euch noch länger davon erzähle, wie groß meine Freude ist, halte ich direkt mal das erste Variant-Cover an die Kamera rein, was mich hier am Anlächeln ist. Und zwar ist das aus dem aktuellen Expanser Run das 61. Heft mit unglaublich tollem Variant-Cover. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Zeichner heißt. Ich habe von ihnen auf jeden Fall schon ein paar andere Variant-Cover. Da hat auch Panini mal einen ganzen Schwung so rausgebracht. Ich habe zu Old Man Logan oder besser gesagt, nee, es ist dann tatsächlich Inhuman vs. X-Men, wo Logan auf dem Cover drauf ist, ein Variant-Cover, das der gute Herr gezeichnet hat. Und auch zur Inhuman-Serie, die zu dem Zeitpunkt am Laufen gewesen ist. Richtig nice Cover und ist auch so eine Sache, die ich mir direkt mitgenommen hätte beim Comic-Händler, der ein paar US-Hefte bei sich rumliegen hat. Dann geht es direkt weiter mit dem 62. Heft, was dann auch direkt ein Variant-Cover ist, was auch unglaublich nice aussieht und Nick Spencer, ich mache es immer wieder, ist ein Autor, der zwar hier und da mal richtig starke Jobs gemacht hat an Spider-Man, aber trotz dessen so mittelmäßig schreibt. Mittelmäßig zwar auf einem guten Niveau, weswegen die Serie bei mir auch aktuell ein Abo geblieben ist, aber trotz dessen nicht gut genug, dass ich es auch vom Lesestapel immer aktuell abarbeite, weswegen bei Spider-Man wieder gefühlt 20 Hefte bei mir auf dem Lesestapel liegen, die ich noch nachholen muss. Trotzdessen ist auch noch ein Abo drin und ich freue mich tierisch über die beiden Variant-Cover, die jetzt hier bei mir gelandet sind. Und Variant-Cover ist da auch direkt wieder die passende Überleitung zu den nächsten beiden Spider-Man-Heften. Und zwar ist die Rede von Spider-Man-Heft Nummer 55, wo dieses silberne Spinnennetz-Spider-Man-Kopf-Variant-Cover erschienen ist, was gefühlt auf Instagram von jedem fünfmal gepostet wurde. Und ich habe das in 1000 Stories gesehen und dann war es auch recht schnell vergriffen und ist auf eBay relativ durch die Decke gegangen und wurde recht schnell, recht hoch gehandelt, weswegen der Marvel direkt noch eine zweite Auflage in einen Rotstich hinterher gedruckt hat und als die dann vergriffen war, direkt nochmal eine dritte Auflage mit einem bläulichen Cover und diese zweite und dritte Auflage hat der Eiserne auch mit ins Paket reingepackt und das hat mich auch tierisch gefreut. Ich habe das so oft auf Instagram gesehen, fand das Cover so nice und hatte so sehr gehofft, dass das auch in Deutschland vielleicht ein Variant-Cover wird, aber jetzt habe ich an der Stelle die zweite und dritte Auflage als US-Heft hier liegen, was dann nochmal eine ganze Schippe cooler ist als die deutsche Variant-Cover-Veröffentlichung und ich habe mal geguckt auf eBay, wie hoch das erste Variant-Cover gehandelt wird und habe da so ein paar Preise um die 40 bis 50 Euro gesehen. Weiß nicht, wie aktuell das jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Videos ist. Es war vor circa einer Woche. Vielleicht ist der Preis wieder komplett gefallen oder noch mehr gestiegen. Wenn es besser wird oder den aktuellen Preis gerade zur Hand habt, ballert es gerne mal in die Kommentare rein. Als nächstes hätten wir dann eine Serie, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ob die wirklich gut ist. Allerdings finde ich das Cover extremst nice und zwar ist die Rede von The Amazing Mary Jane, eine Serie, die angekündigt wurde, kurz nachdem bei DC im Black Label die Lois Lane Solo-Serie von Greg Rucka gestartet ist und war mal wieder so ein Klassiker. DC macht was, Marvel macht es nach. Ob es jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Was mir auf jeden Fall richtig nice gefällt, ist das Cover. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, Dicker, du hast hier ein Paket mit so tollen Heften zusammengestellt. Es macht mich weiterhin sprachlos. Aber sprachlos wäre an der Stelle nicht ratsam, weil ich gerade ein Video aufnehme, weswegen ich direkt weiterzähle. Und zwar an der Stelle über das 14. Heft von der guten Harley Quinn aus dem DC Rebirth Run, was an der Stelle auch ein Variant-Cover ist. Richtig nice Cover. Jetzt sage ich es mal wieder, die Harley Quinn-Serie hat mir in den ersten Bänden richtig gut gefallen, als sie mit den New 52 gestartet ist und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt hier so die neue Lobo-Serie mit einer Dame in der Hauptrolle erlebe und dann hat die Serie irgendwie nachgelassen, hat sich so sehr in den Kreis gedreht, ist von mir aus dem Abo geflogen. Ich hatte dann kurz bei DC Rebirth überlegt, als diese Serie gestartet ist, ob ich da einsteige. Da allerdings am Anfang das Kreativduo das gleiche war wie während der New 52, hatte ich mir schon erstmal entschieden, in die Serie nicht einzusteigen. Was allerdings definitiv bei mir in der Sammlung drin bleibt, ist dieses Variant-Cover, was richtig nice ist. Also ihr hört es heute tausendmal in diesem einen Video, nice, nice, nice. Aber es ist so, es sind richtig nice Hefte, die hier gelandet sind. Das gleiche gilt nämlich auch direkt für das nächste, was an der Stelle Punchline ist und ist direkt die perfekte Überleitung, weil nachdem ja Harley Quinn anfangs die Sidekick von Joker gewesen ist und auch seine Lebensgefährtin, hat diese Rolle jetzt die gute Punchline eingenommen. Ich weiß nicht, ob sie die Lebensgefährtin von Joker ist, ich weiß aber, dass sie die aktuelle Sidekick von ihm ist und die war so gehypt und auch der erste Auftritt von ihr ist komplett durch die Decke gegangen. Jeder hat sich das Heft irgendwie geholt und demzufolge ist auch die erste
erste Solo-Serie oder dieser One-Shot hier komplett durch die Decke gegangen, hatte einige Variant-Cover, also mindestens 5 Cover fallen mir da ein, die ich auf Instagram gesehen habe, die alle richtig nice aussahen, und das Schönste daraus wiederum hat der gute Eisner in dieses Paket reingepackt, weswegen es eine totale Freude gewesen ist, wo ich die ganzen Hefte durchgeblickt habe, dass ich dann entdecken konnte, dass dieses Variant-Cover mit in dem Paket drin gewesen ist, und das wird auf jeden Fall direkt irgendwo hinter mir platziert werden, weil das Cover so nice ist, dass das direkt ins Auge springen muss, wenn man dieses Firma betritt. Dann geht's weiter mit einer Dame, die ich sehr interessant finde, von der ich aber noch keine Solo-Veröffentlichung besitze, und zwar ist die Rede von Powergirl, mit dem noch unglaublich sexistischen Kostüm, was sie damals getragen hat, was sie, glaube ich, aktuell auch wieder trägt, was sie nur während der New 52 nicht getragen hat, weil während der New 52 hatte sie ein riesiges S, also das Superman-S auf der Brust drauf, und hier hat sie halt komplett noch das Sichtfenster, was halt das sexistischste Superheldenkostüm ist, was ich jemals gesehen habe. Trotz dessen finde ich sie super interessant, weil sie ja die Supergirl von der Erde 2 ist, die halt im normalen DC-Universum lebt und dort halt dann nicht als Supergirl unterwegs sein kann, weil das halt die Identität von der normalen Supergirl aus der normalen DC-Kontinuität ist, weswegen sie halt den Superheldennamen Powergirl angenommen hat. Der gute Eisner hat mir jetzt hier die Hefte 3, 4, 5 und 6 reingepackt, sprich, ich müsste mir noch die ersten beiden Hefte kaufen, damit ich dann hier den ersten 6 Hefte dieses Ones lesen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Hefte es insgesamt innerhalb dieses Ones gewesen sind. Falls ihr mir das besser sagen könnt, ballert es gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und werde jetzt mal die Tage auf eBay gucken, ob ich aus dem 2009er Run von Powergirl ein paar Hefte ersteigern kann oder zumindest die ersten beiden, dass ich mir schon mal die ersten 6 reinziehen kann. So viel zum Thema Eisernen, was er sonst noch so alles mit in das Paket reingepackt hat, seht ihr in den nächsten Videos, und damit stürzen wir uns dann auch schon direkt auf die Sachen von CrossCut, die jetzt vor mir liegen, wo den Anfang die Geschichten aus dem Hellboy-Universum mit dem 11. Band machen, eine Serie, die ich unglaublich abfeiere. Ihr habt ja zuletzt noch meine Reviews zu Buob und die Froschplage gesehen, falls ihr das nicht getan habt, könnt ihr die Videos gerne nachholen. Ich werde euch die mal in der Beschreibung verlinken, weil die Buob mit der Froschplage war für mich mal wieder der Beweis, wie gut dieses Hellboy Universum funktioniert und wie gut vor allem der Mike Mignola mit John Arcudi zusammenarbeitet, und die ersten beiden Namen, die man hier drauf wieder liest, sind Mike Mignola und John Arcudi, weswegen ich guter Dinge bin, dass das Ding wieder ein absolutes Brett wird. Das gleiche gilt auch direkt für Once in Future, die Serie von Corin Gillen, die in den USA bei den Boom Studios, bei uns in Deutschland bei CrossCut erscheinen, und die diese ganzen Sagen aus England aufnehmen und die in die Realität reinholen und in der Hauptrolle einen Protagonisten hat, der halt wie die Jungfrau zum Kind kommt und in diese ganze Welt reingestoßen wird, nachdem seine Oma schon über Jahrhunderte im Prinzip da drin verwickelt ist. Unglaublich tolle Serie, die ihr euch unbedingt angucken solltet, und falls ihr noch nie was davon gehört habt, könnt ihr ja da auch gerne die Review von mir zum ersten Band nachholen. Zu guter Letzt für dieses Video habe ich schon eine Serie, wo ich richtig lange jetzt auf diesen Band warten muss, und zwar ist die Rede von Manifest Destiny und den 7. Band, der jetzt endlich erschienen ist, weil der letzte Band ist gute 2 Jahre her, und ich hoffe, dass man die kreative Auszeit dazu genutzt hat, um die Serie genauso gut weiterzuschreiben, wie sie zuletzt gewesen ist, weil diese verrückte Reise durch die USA, wo jede Menge seltsame Monster und Pflanzenzombies und was noch sonst noch so alles gibt, drin vorkommen, macht so einen Spaß und hat so tolle Hauptfiguren mit Lois und Clark, die halt hier in einer surrealen Welt unterwegs sind und ein komplett anderes Amerika aufzeichnen, als es in Wirklichkeit gegeben hat, und es macht so einen Spaß, diese Serie zu erleben, und das ist auch mal wieder so ein Beweis dafür, was für tolle Serien sich der CrossCut Verlag schnappt, und an der Stelle die perfekte Überleitung zu Undiscover Country, wo ja vor ein paar Tagen das Video von mir, oder besser gesagt von Comic Talk, die das ganze Ding produziert hatten, online gegangen ist. Und falls ihr das verpasst haben solltet, könnt ihr gerne auf den YouTube-Kanal von Comic Talk vorbeischauen oder auch hier auf dem Kanal, wo ich das Video auch hochgeladen habe. Das war's meinerseits. Ballert doch mal in die Kommentare rein, was ihr euch von den Serien geholt habt, ob ihr was von Powergirl sagen könnt, ob euch das Punchline-Ding geholt habt oder eine von den Sachen, die ich gerade von CrossCut in die Kamera gehalten habe. Und an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Danke raus an dich, Eisner. Also hast mir eine richtig fette Freude mit diesen Comics gemacht. Das war's meinerseits. Ballert alles in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Guckt auf Instagram vorbei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!